So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen weiteren Folge von dem Creator Server Let's Play. Ehrlich gesagt, ich weiß noch gar nicht, wie wir das jetzt genau machen. Was ich weiß, ist, dass ihr schon wieder mein Fenster nicht erkennt, aber ich glaube, das ändert sich, sobald ich mich anmelde. German Creator Server. Warum bin ich hier Walker? Bitte. Ah ja, wollte ich ja gestern wegen dem Livestream da. So, mal gucken. Und schon hat OBS auch das Fenster. Sehr gut. Okay, dann einmal bitte Vollbild. Oh, was für erquickende Klänge hier. Ja, wow. Jo, ich weiß noch nicht, ob wir jetzt, ist ja schon eine ganze Weile her, hat ja schon ein bisschen einiges getan. Was ist das hier? Was haben wir hier für Zeug dabei? Warum sind wir so leer? Okay, Taschen haben wir. Okay, aber auch alle leer. Ah, nee, doch nicht. Ah, okay. Ah, ich muss erstmal komplett wieder reinkommen. Ist ja schon eine ganze Weile her. Okay, wir hatten Seile, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Und wir hatten diverse Verpflegung. Ja, ich würde mal sagen, die Frage ist halt, die ich mir gerade stelle, ist, ob wir hier, ganz schön laut, ob wir hier weitermachen wollen. Oder ob wir, weil es schon so lange her ist, uns irgendwo neu niederlassen wollen. Also ich persönlich bin ja eher hierfür, ich will hier weitermachen. Guck mal, hier geht's runter. Immer noch. Die Sache ist, wir hatten hier einen Stall. Okay. Genau, die Tiere hatten ja bei der einen Version nicht funktioniert gehabt. Wir könnten jetzt mal gucken, ob wir hier Tiere reinsetzen können. Da hinten war unser Hotel, was mehr oder weniger fertig war. Eieiei. Unsere schöne Nyan-Katze hier. Sehr geil. So, wenn ich mich recht entsinne, waren wir hier gerade dabei, das Ding hier zu bauen. Der war ja noch eher so unfertig. Das war ja die letzte Folge. Oder Inhalt der letzten Folgen. Der Bau dieses Reaktors, damit wir hier unsere ganze. Ach ja! Wir hatten ja hier voll die Automatisierung gebaut gehabt. Oh Gott. Okay, ganz ehrlich, ich muss hier gucken. Das hier funktioniert alles. Weil das Witzige ist, nämlich diverse Dinger funktionieren. Und diverse Dinger aber nicht wirklich. Okay, hier funktioniert auch alles. Das ist sehr gut. Und alle anderen waren leer. Okay, das heißt, langsam kommen die Dinger wieder. Sehr gut. Leer. Okay. Und hier war auch alles komplett leer. Okay, gut. Lieber, als ich ihn nämlich mal mit Walker vor Ewigkeiten, also als kurzen Termin Server aufgesetzt hatte, wieder hier mal war hier alles leer. Also, es stand nicht leer, sondern es stand schon Wüstenstein und es stand Stein, aber man hat die Bilder halt nicht gesehen. Die Bilder waren so wie hier. Da war einfach nichts drauf. Was mich dann doch ein bisschen verwundert hatte, aber jetzt scheint doch wieder alles zu funktionieren. Das ist gut. Okay, hier ist auch alles leer auf der Seite. Genau, okay, hier ist wirklich alles leer. Das ist gut. Okay, dann scheint das aber zumindest endlich mal zu funktionieren. Sehr gut, zum Start dieses Let's Plays. Funktioniert wieder alles. Sehr gut. Jetzt muss ich überlegen. Batterien hatten wir hier auch. Alter. Oh, ist ja übersichtlich. Was war da hinten? Was ist das denn?
Ach so, das ist, glaube ich, für automatische Türen, ne? Ja, könnte von der Höhe hinkommen. Ja, könnte hinkommen. Ist aber schon ein bisschen nervig, ne? So. Hier war die ganze LV-Technik. Das ging hoch zu unserem Kollektor. Ging nach hier. Schwarz war ja Mittelvolt, ne? Genau, es war eine Mittelvoltanlage. Der hat wir von Trafo, genau hier hinten, der das Mittelvolt zu Lowvolt umwandelt. Und das ging dann rüber zu der anderen Seite. Ja, genau. Hier war alles Mittelvolttechnik und hier war alles Lowvolttechnik. So war das. Okay. Das heißt, die Batterie. Ah, nee, wir haben sowohl da als auch hier Batterien. Das war beides separat gepuffert. Alter, was habe ich mir denn damals für ein Konzept überlegt hier? Wow. Oh, hier haben wir 960 Kilo EU. Und hier haben wir immerhin 160 Kilo EU. Okay. Das geht ja. Supply 720. Und hier ist Supply 2700. Ein bisschen mehr. Ah, eben. Und wir waren gerade dabei, das Ding hier umzubauen. Also aufzubauen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir da waren, wie weit wir da waren. Jetzt, ich muss mal gucken. Bei diversen Spielern sind die Homepoints zurückgesetzt. Ja, hier nämlich auch. Das heißt, ich muss erstmal hier unsere Homepoints wieder setzen. Keine Ahnung, warum die zurückgesetzt wurden. Ich habe bei 1 zu 1 die Welt wieder. Also, die Server sind ja so, wie die früher waren. Da wurde nichts zurückgesetzt oder so. Aber scheinbar muss mit den Updates von der Homes Mod, muss er die ganzen Homepoints verworfen haben. So, wo ist denn eigentlich unser Homepoint? Was haben wir gemacht? Waren wir einfach hier im Raum oder was? Machen wir einfach mal hier. Set Home. So, mal direkt mal gucken, funktioniert Spawn. Das funktioniert. Und wir haben Noclip. Ach ja, damit wir in uns bauen können. Also, dass ich jetzt hier einen Block hinsetzen kann. Shout, Press, Home, Track Builder, Skybox, Kickfly, Settime und Interact. Wir können sogar fliegen, okay? Cool. Wusste ich gar nicht. Okay. Was hat wieder da damals alles für Privilegien gehabt? Ich bin ja richtiger Cheater hier. Ja gut, Skybox, die Mod gibt es nicht mehr. Ne? Also Skybox, der Privileg kann eigentlich weg. Egal, lass ich einfach mal. Ja, am Spawn hat sich jetzt auch nicht so viel geändert. Einzig ist natürlich, ich habe jetzt hier noch ein Ding hinzugefügt. Davor waren immer nur vier. Jetzt sind fünf. Und hier kann man mit dem Update der Mods kann man auch bestimmte Sachen hinzu. Zum Beispiel gibt es jetzt diese Currency Mod. Und die Coins von früher, die gibt es nicht mehr. Ja, hier sind die Coins. Das heißt, wenn man noch Coins hat, dann hat man dieses Unknown-Item-Symbol. Und dieses Unknown-Item-Symbol kann man gegen diese neuen Currency mein Geld eintauschen. Genauso wie die auch die, was ist das? Trunks. Das war Plant Life, hieß die Mod, glaube ich. Plant Life hat auch diese Item-Strings hier umgeändert. Dementsprechend habe ich jetzt hier auch so ein Dings gemacht, dass man die umtauschen kann. Hätte ich auch mit einem Loadblock-Modifier machen können. Also, der Loadblock-Modifier ist ja da von Plant Life. Das heißt, Blöcke in der Natur werden umgeändert. Das hast du hier teilweise, wenn du im Wald bist, siehst du in der Ferne ab und zu da hinten so rote Blöcke. Und das ist, weil sich diese Item-Strings geändert haben. Wenn du da hingehst, dann wird es aber automatisch umgewandelt. Das heißt, die Plant Life macht über den ABM, also diesen Active Block Modifier, dass halt diese alten Strings umgeändert werden. Der greift aber natürlich nicht auf die Inventars von Spielern zu. Ne? Das heißt, wenn man bereits solche Sachen im Inventar hat oder in irgendwelchen Kisten hat, dann bleibt es so. Und dementsprechend, damit man das auch umtauschen kann, habe ich halt am Spawn. Wir haben aber kein Fast, ne? Ich gebe mal Fast hier, ja. Haben wir Server? Nee, ne? Ich kann mir gar keine. Doch, wir haben Briefs. Okay, ich kann mir also Fast geben. Grant me Fast. Ah. Oh, ne? Da haben wir hier jetzt die diverse rote Blöcke.
Und sobald wir hingehen, bopp, ändert sich automatisch alles zu diesen neuen Dingern. Das ist ein bisschen unschön, weil natürlich die Natur vom Weiten verschandelt aus, verschachtelt aus. Aber ich habe es soweit bei den meisten Flächen, die man so direkt sieht, als üblicher Spieler, habe ich das schon umgeändert. Also bin ich schon mal einmal lang geflogen. Aber man sieht noch so manche Stellen, da hinten zum Beispiel ist es immer noch, also es gibt noch viele Orte. Ja, abseits von Spawn sowieso, aber auch nahe dem Spawn gibt es immer noch sehr viele Orte, wo es halt noch rote Punkte gibt. Genau. Und dementsprechend, damit man halt auch die Sachen ändern kann, die man im Inventar hat, habe ich halt hier das Ding hingemacht, dass man die auch das dann tauschen kann. Ja, genau. Jetzt wollte ich noch gucken. Home. Was haben wir hier eigentlich alles für ein Stuff? Wow. Wir haben sehr viel Stuff. Ja, siehst du, können wir gleich hier alles umtauschen. Alles Moos. Gut, dann nehme ich die Sachen direkt mal mit hier. Können wir das direkt mal machen. Was haben wir? Oh, was haben wir hier? Okay, hier haben wir Blätter, genau. Hier haben wir ganz viele Erze. Das ist gar nichts. Aber ich muss schon sagen, diese Geräusche unten sind ein bisschen nervtötend, gell? Hatte ich denn? Wir hatten noch für unser. Ah, guck mal, hier hatten wir das ganze. Oh Gott. Wir hatten noch irgendwo unser Geld versteckt gehabt. Also nicht versteckt, aber. Ich meine, jeder, der unser Let's Play schaut, weiß, wo das ist. Ich hätte irgendwo in irgendeinem Schubfach die ganzen. Ah, guck mal, da guck. Ganz viel Geld. Okay. Da haben wir die ganzen Coins. So, dann tauschen wir das alles mal um. Was mich jetzt vor allem interessiert ist, ich habe es actually noch gar nicht getestet, ob es überhaupt funktioniert. Fällt mir gerade mal so auf. Wenn ich jetzt hier Coin nehme, dann müsste ja. Der Stapel oder der Stapel geringer werden. Ja, okay, jetzt wird der letzte Stapel geringer. Wenn ich jetzt als letztes aber Moos habe. Okay. Er geht doch nach dem Item-Swing. Weil ich hatte irgendwie die Vermutung, ich weiß nicht, ob irgendein Spieler das gesagt hatte oder so, dass er quasi hier nicht nach Coin. Also, ich habe hier einen Coin drinne. Ne? Und Coins, Doppelpunkt Coin. Und dass er aber hier nicht unbedingt nach Coins, Doppelpunkt Coin sucht, sondern einfach nach einem anderen Block. Und dass ja alles andere Blöcke sind, könnte ich die jetzt alle gegen Geld umtauschen. Aber es scheint nicht so zu sein. Was ich aber gerne machen würde, ist, dazu müssen wir nochmal nach Hause gehen. Das wollte ich eigentlich letztens schon gemacht haben. Habe ich aber nicht gemacht. Und zwar würde ich gerne so einen ganzen Stack umwandeln können. Oder zumindest nicht ein Stack, aber so 10 Stück mit einmal. Ich packe erstmal 99 rein. Dann gehe ich nochmal kurz raus. Gehe nochmal kurz als Walker rein. Das war ja wunderbar. So. Das war ja wunderbar. Das sieht besser aus. So. Und zwar habe ich hier bereits den Homepoint gesetzt, glaube. Home Ronix, genau, das passt. Dann ich mal jetzt hier ein paar Coins raus. Weil das Problem ist bei meinem Test, du kannst dir keine unbekannten Blöcke geben. Ja, ich meine, Doppelpunkt Coin gibt es ja hier im Spiel. Na, hier ist es ja vorhanden. Aber wenn ich jetzt sage, give me Coins, Doppelpunkt Coin, so, sagt er natürlich, unbekannter Gegenstand kann nicht gegeben werden. Es wäre aber schön, wenn es hier irgendwie eine Option gibt, sowas, ne, also wenn man jetzt hier help, give me. Wow, komplett falsch geschrieben.
wenn man jetzt hier irgendwie noch eine Option hat, dass man sagen kann, erzwingen. Dass man sich damit also auch Gegenstände geben kann, die es gar nicht gibt. Weil so muss ich jetzt von irgendwelchen Spielern alte Coins klauen, um das zu machen, was ich jetzt vorhabe. Und zwar beim Spawn die Dinge einzufügen. Das ist ein bisschen traurig. So, und zwar würde ich nämlich gerne jetzt. Jetzt ist die Frage. Packe ich jetzt alle 99 rein oder mache ich lieber 10er Schritte? Ja, aber wenn man so ein paar hundert Coins hat, der ist ja blöd, wenn man hier 100 Mal hier auf Kaufen klicken muss. Also ein paar hundert Mal auf Kauf klicken muss. Dann wäre es ja schöner, wenn man nur so ein paar Dutzend Mal draufklicken muss, vielleicht. Von daher überlege ich jetzt, ob 10er Schritte vielleicht sogar schon reichen. Ich glaube ja. Ja, doch, das macht voll Sinn. So, jetzt geht es nämlich mir nämlich mein Geld. Also heißt die neue Währung mit dieser Currency Mod. Gib mir davon mal ein. Oh, hatte ich bereits. Warum? Egal. So. Bam. Genau, den einen kriegt dann gleich Ronix wieder zurück, weil dem habe ich ja gerade 10 alte Coins geklaut. So, beziehungsweise ich brauche noch einen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich habe hier unten auch immer einen drin. Ich weiß gar nicht, ob das so sein muss oder ob ich es einfach nur damals so gemacht habe. Also hier bei den Dingern war es auch schon so. Aber ich glaube, muss hier immer jeweils eins drin sein, damit das Ding hier funktioniert. Selbst wenn ich als Admin eigentlich Unlimited Stock habe. Na, normalerweise muss hier nichts drin sein, weil wenn hier jemand sowas kauft, wird es nicht weniger. Weil Unlimited Stock hier, da oben. Stock ist Unlimited. Aber dennoch muss hier, glaube ich, einer drin sein, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Also ganz komisch war das irgendwie. So, mal kurz home. So, dann geben wir dem armen gebeutelten Jungen mal wieder sein Geld zurück. So, 89 plus 10 sind 99. Sehr gut. Und jetzt können wir wieder als Onyx rein. Das war dann das. Genau. So. Und jetzt müssen wir unser ganzes Geld umtauschen können. Oh, das war einmal zu weit. Ganz vergessen, dass wir jetzt gerade Fast haben. Ne, weil jetzt müsste ich hier, ne, wir haben hier so ein paar hundert Dinger. Müsste ich ein paar hundert Mal raufklicken. Aber jetzt so kann ich einfach hier raufklicken. Also jetzt bin ich mal gespannt, wenn die Coins leer sind, ob er dann doch auf die anderen Dinger zugreift. Einmal mal ein bisschen probiert über Studieren. Nee, macht er. Okay, sehr gut. So, jetzt gebe ich mir noch ein paar Einer. Bupp. Ja, bei den Dingern klappt das hier natürlich nicht. Da muss man wirklich jedes einzeln anklicken. Bleibt aber so, weil ganz ehrlich, ich glaube, die Dinger schmeißt eh sowieso jeder weg. Weil wer braucht schon Moos? Also, wenn man da unbedingt mal ein paar braucht, kann man sich jetzt so ein paar Stück nehmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand seine gesamten Stacks umwandelt, weil er das unbedingt haben möchte. Ja, mit dem Geld, klar. Geld kann man immer mal gebrauchen, ne? Gerade wenn jetzt hier irgendwelche Shops aus dem Boden schießen, dann wäre es ja schon sehr schön, wenn man da seine alte Währung wieder haben kann. Und Sören meinte auch, dass ich den Kurs lieber ein bisschen rabiater machen könnte, also dass man für einen alten Coin nicht ein mein Geld bekommt, sondern halt weniger. Sprich, also man zum Beispiel 10 Coins nehmen muss, um ein mein Geld zu bekommen. Allerdings habe ich die Vermutung, dass das mein Geld. Oh, hier muss ich draufklicken. Ich glaube nicht, hä? Warum bist du nicht weniger? Ich glaube allerdings, dass das mein Geld an sich einen viel weniger Wert hat. Weil ich meine, selbst wenn du einfach nur hier im Spiel rumstehst, und dann irgendwas machst oder wenn du dich einloggst, bekommst du immer einfach mal so 10 Mein Geld. Ja. Und die Coins hast du ja nur bekommen, wenn du irgendwie 64 Blöcke abgebaut hast von Erde oder sowas. Also, ich glaube, das ist vom Wert schon in Ordnung, wenn ich das als 1 zu 1 Kurs setze. So, ich glaube, den 1 Stack hier mache ich noch und die restlichen 3 Stacks werfe ich dann auch einfach weg, tatsächlich. So. Genau.
Weil wie gesagt, wir selbst brauchen auch nicht so viel Moves, also passt das voll. So, jetzt haben wir 500 mein Geld. Und ja, 525 haben wir. Ich guck mal ganz kurz. Haben wir hier einen Fünfer? Ach, wieder so schön mit meinem Dinge zu arbeiten. Weil ich war jetzt auf diversen Servern, wo halt nur die Unify-Mod, also diese Unify-Inventory-Mods drin war, aber nicht diese Unify-Inventory-Plus-Mod drin war. Aber mit diesen Tasten hier oben ist halt so viel einfacher. So, erstmal alles vergrößern. Bam. So, jetzt haben wir ganz viele Zehner. Aus den Zehnern können wir ja jetzt direkt 100er machen, können wir nicht, aber 50er. Bop. Und aus den 50ern können wir jetzt. Gibt es 500er? Geld. Ah ne, 50er ist schon das Maximum. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen, da ein bisschen. Und so, haben wir ein bisschen Geld. Sehr schnieke. So, ich sehe, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal gucken. Ja, ich muss auch mal, ne, was halt auch sich geändert hat, sind hier diverse Items. Hier habe ich schon alles ein bisschen nachgebessert. Aber man sieht zum Beispiel die ganzen Server, die ich hier früher hatte, hier hinten, alle weg. Gibt es alle nicht mehr. Das heißt, da muss ich mal gucken, ob ich da Alternativen finde. Meine schöne Serverfarm. Ah, da hinten hat ja, wie hieß er? Tadi, Tatuta, Tutin, Kelch Amun, Tuadi. Ja, hatte ich schon mal ein schönes Haus gebaut. Oh. Hab ich natürlich auch schon am Weg angebunden. Hatte mich drum gebeten, habe ich gerne gemacht. Und ein wunderschönes Häuschen. Oh, hat schon was. Okay, da kommt man nicht rein. Schade eigentlich. Hier ist aber nur hoch auf diese Aussichtsplattform. Genau. Ja, ganz geil. Muss man schon mal sagen, wie es ist, ne? Komme ich hier runter, ohne zu sterben? So. Wo war denn die Haustür, sag mal? Ach, hier. Oh, guck mal, der hat jetzt gerade einen Steinweg gebaut. Cool. Lol. Oh, der hat sogar richtig einen Rand gebaut. Bin begeistert. Okay. Gut, dann können wir noch wieder nach Hause gehen. Übrigens habe ich bei uns zu Hause auch ein bisschen hier was gebaut. Also nicht als Ronik, sondern im Rahmen meiner Funktion als Administrator. Ja. Also als Walker. Und zwar habe ich hier, weil das Schienennetz war ja so weit verbunden. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt. Gucken hier das Gleis hier, das kommt ja vom Spawn direkt. Am Spawn sind alle Gleise miteinander verbunden und da sind die beiden Gleise auch miteinander verbunden. Ja, das heißt, man kommt von dem Gleis auch auf das Gleis rauf. Bei uns beim Haus war das aber nicht so. Das heißt, bei uns beim Haus, ich gehe mal. Haben wir eine Rüstung an? Oh, tatsächlich. Wow. Ganz vergessen. Lol. Sie sieht zum Glück überhaupt nicht übertrieben aus. Und hier war ja das eine Gleis, was dort zum Bahnhof ging, und dann vom Bahnhof ging ein anderes Gleis dann weiter hinten zu unserem kleinen Dorf. Und die beiden Gleise waren aber nicht verbunden. Und jetzt habe ich die aber miteinander verbunden. Ja, das heißt, dieses Stück hier war früher nicht vorhanden. Und diese Steigung war auch ein bisschen weiter hier hinten. Da habe ich jetzt ein bisschen nach da gesetzt, damit ich hier die Weichen bauen konnte und jetzt hier diesen Abzweig bauen konnte. Im Rahmen dessen habe ich auch die Blöcke hier ausgetauscht. Das waren ja früher so eine komischen Hullblöcke, die wir gebaut haben, warum auch immer.
Glaube, weil die Dinger so extrem teuer waren. Die habe ich jetzt auch alle gegen Vollblöcke ausgetauscht. Ja, der Administrator darf sowas. Auch wenn ich der Administrator bin, aber das muss ja keiner wissen. Genau, hier hinten auch. Weil hier war es mir nämlich aufgefallen, dass hier hinten das halt offen war. Und ja, dementsprechend hatte ich dann halt hier angefangen, aus Vollblöcke umzubauen. Dann habe ich das auch hier gemacht, weil ich hier gerade sowieso am Bauen war und das hier alles umgesetzt habe. Und da habe ich mir gleich gesagt, komm, fuck off, habe ich hier alles ausgetauscht. Jetzt sind jetzt hier alles Vollblöcke. Ja. Naja. So, ansonsten, mehr habe ich aber sonst nicht gemacht, soweit ich weiß. Wie gesagt, die Server waren ja allesamt für ein Jahr offline. Also so lange wie keine Let's Plays kamen, konnte ich auch selber kaum, also auf den Servern nicht spielen, weil sie halt gar nicht online waren. Genau. Von daher bin ich umso glücklicher, dass nach den ganzen Updates, weil wie gesagt, ich habe die gesamte Mod-Architektur komplett umgebaut. Hatte ich ja in meinen Erklärvideos erzählt gehabt, dass ich jetzt alle alten Mods rausgeschmissen habe und alle Mods clean über Git gezogen habe mit schön automatisierten Skripten, dass ich quasi einfach nur noch ein Skript laufen lassen kann, Update und alle Mods automatisch über Git geupdatet werden. Das heißt, alle Mods sind jetzt immer auf dem aktuellen Stand, sobald ich dieses Skript laufen lasse. Ja, und dementsprechend, da bei ein paar Mods sehr viele Versionen übersprungen haben, weil die halt schon hart veraltet waren, bin ich überhaupt froh, dass überhaupt das Ganze noch so gut läuft. Wie gesagt, man sieht das schon und die ganzen Homes wurden alle zurückgesetzt. Wie gesagt, diese Dwarf-Mods, die hat am Anfang nicht so ganz funktioniert, die funktioniert auch immer noch nicht so ganz. Wie gesagt, bei vielen Häusern hat man hier halt einfach nur noch leere Flächen, obwohl der Text, der hier immer steht, der Text steht immer da, aber trotzdem sieht man einfach keine Bilder. Also so ganz funktioniert jetzt noch nicht alles, aber es funktioniert erstaunlich gut. So, was hatten wir? Genau, hier hatten wir die ganze Verpflegung drinne. Hier hatten wir komplett gar nichts, ja? Okay. Wo ist denn unser ganzer Technik-Stuff? Wir hatten noch haufenweise Technik-Stuff. Hier ist kein Technik-Stuff. Hatten wir nicht schon was für eine Kernreaktor und sowas alles zusammengesucht gehabt? Wir hatten noch schon diverse Scheiße gehabt. Wow. Ja. Mal gucken, was wir hier alles drin haben. Okay, dann haben wir zumindest diverse Werkzeug. Ah, guck mal, hier haben wir auch unsere lupenreine Lupe. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Digga, genau. Bei der Mod hat sich irgendwas geändert. Ich weiß nicht mehr was. Hier musste ich irgendwas machen, weil es die ursprüngliche Mod gar nicht mehr gab, sondern die ist jetzt Teil einer anderen Mod geworden und irgendwie musste man die extrahieren und ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, aber irgendwas hat sich bei dieser Gravel-Mod halt geändert, aber die funktioniert halt nach wie vor immer noch. Muss ich halt über meinen Skripten aufpassen, dass ich das auch richtig implementiere. Ja. So, hier haben wir keinen Technik-Stuff. Okay, hier haben wir. Okay, Technik-Stuff ist überall scheinbar ein bisschen verstreut. Hier ist ein bisschen was. Ich dachte. Ah, nee, hier ist die ganze. Okay, hier haben wir die weißen Stuff. Gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ah, diese Blinkeblümchen. Ein paar Level haben wir auch. Gut, als allererstes, wo ist unsere wertvolle Kiste mit den ganzen wertvollen Sachen? War die jetzt hier? Glaube ja, ne? Dann packen wir das mal hier rein. So. Ne, noch kann man mit dem Geld ja nicht wirklich was anfangen. Ich meine, so viele Läden und Shops gibt es ja auf dem Server nicht. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann. Ja, genau, hier hatten wir diese ganzen, siehst du, diese ganzen offenen Dinger, womit wir die Wege gebaut haben. Ach, das waren noch Zeiten. Good old times. Wow. Okay, Nians davon oben jetzt eine Menge, sehe ich gerade. Wow.
Alter, haben wir aber viel Öl. Wow, upsala, kam gerade außerdem auf Escape. Wir haben diverse Verpflegungen, sehe ich gerade. Ja, die Farming-Mod, die wurde schön erweitert. Ne? Also mittlerweile, wenn man hier eingibt Farming, dann gibt es mittlerweile echt ein paar viele schöne hier, haufenweise Smoothies, die glaube ich hinzugekommen sind. Ich weiß nicht mehr, was das früher alles gab. Also ich weiß, es gab früher schon eine ganze Menge. Aber ich glaube auch, es kam jetzt in letzter Zeit ein paar Sachen hinzu. Sowas wie das hier zum Beispiel kannte ich von früher nicht. Farbige Paprika kannte ich von früher nicht wirklich. Was noch? Irgendwas war mir noch aufgefallen, was ich früher nie gesehen hatte. Gar nicht mehr, was. Nee. Also so ein paar Sachen. Genau hier so Grünkohl, Blumenkohl und sowas alles. Also das ist ja hier normaler Kohl. Aber dann gibt es auch noch. Was ist denn jetzt der andere? Genau, hier gibt es auch noch. Das kam, glaube ich, hinzu. Dann noch so diverse Gerichte, so wie das hier zum Beispiel und das hier, die kannte ich von früher nicht. Aber also, kommen schon ein paar Sachen hinzu. Es ist nicht die Welt, aber ist mir schon aufgefallen. Jo, genau. Ach ja, siehst du? Die Maid Drop haben wir auch noch. Was? Ach ja, die musste man irgendwie bearbeiten, ne? Produzieren konnte man nur die hier. Genau, die konnte man produzieren und die muss man dann ja programmieren. Und aus dem Programmieren sind dann die drei Dinger entstanden hier. Ach ja, geil. Ja, nice. Tja, wollen wir sowas mal machen? Jetzt überlege ich gerade. Wie könnte man denn die Mates erstellen? Also das ist ja der Core-Rider, der für die Dinger benutzt wird. Aber wie konnte man die Mates selber erstellen? Man muss doch erstmal die Roboter an sich bauen. Das Gleiche. Wie war denn das? Oder war man dafür irgendwelche Privilegien, die normale Benutzer gar nicht haben? Das wäre mal eine schöne Information. Man muss irgendwie die Roboter bauen können. Da macht ja keinen Sinn. Hä? Wie soll man die Mate-Roboter bauen können, wenn man die Eier gar nicht. Also erstens, wieso überhaupt Eier? Man konnte die auch früher einfach so bauen. Verstehe ich nicht. Eckweiler. Wow. Achso, ja. Kann man vorhandene Eier hier reinpacken, Farbe, und dann wird es darauf gebrannt. Aber das erklärt alles nicht, wie man die Roboter an sich erstellt. Naja, ist auch egal. Bin interessiert. Wenn wir in der Zukunft wahrscheinlich eh nicht bauen, weil es, glaube ich, zu teuer war. Also, die Mate-Droids, die brauchen schon ganz schön viele Ressourcen. Also, Diamanten und sowas alles, glaube ich. Wobei, wir haben ja schon ein paar Diamanten.
Nee, was kommt? Mal hier. Ja. Also hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Mal gucken. Was wir da jetzt erstmal machen, also ich würde mal sagen, wir gucken erstmal, was wir alles hatten für unser AKW. Und dann gucken wir mal, ob wir da weitermachen können oder ob wir da irgendwas suchen erstmal. Ja, mal gucken.